Diese Teams spielten beim Band-Fußball-Cup bei wechselhaften Bedingungen für den guten Zweck. Der Erlös des Turniers von mehr als 20.000 Euro kommt den Wiener Frauenhäusern zugute. Männer müssen sich einfach bewegen für die Frauen. Das machen wir gerne, weil Frauen, ja, muss man schützen, vor uns Männern vor allem. Warum spielst du im Tor? Und ich kann so. Und so. Ja, und wenn man da sowas kann, es konnten nicht jeder, du lachst, ja. Aber es konnte nicht jeder. Und so habe ich gewonnen die Torposition. Torschütze könnte ich bin letztes Jahr gewonnen, das wäre her, das schwöre ich dir. Wenn ich mir das so anschaue, die anderen. Das heißt, du hast eine fußballerische Vergangenheit? Nein, aber Zukunft anscheinend. Die Spiele wurden von prominenten Schiedsrichtern geleitet. Wir haben den Bewegungsradius von einer Briefmarken, ja, mit den Regen wie am Lati unter ihre Füße sind. Hoffentlich kriegst du keine Anzeige vom Tierschutzverein. Wer ist der bessere Schiri, der Melich oder du? Jetzt, was soll ich denn fragen? Ich meine, der Melich hat keine Ahnung von Schiedsrichter sein. Das stimmt, dafür kenne ich mich aber im Fußball aus. Das unterscheidet uns. Aber was du wissen willst, ist ja meine schönste Schiedsrichtergeschichte. Mein allerletztes Spiel war in der Nationalmannschaft in Island. Und ich habe nur die Angst gehabt, dass ich mein letzten Match das mal verlieren. Ja, und es ist 0-0 gestanden. Und 3 Minuten vor Schluss hat der Schiedsrichter zu mir gesagt, er weiß, dass das heute mein letztes Spiel in meiner Karriere ist. Und ob ich ihm mein Level schenke. Und ich habe zu ihm gesagt, nur wenn du jetzt abpfeifst. Und er hat es 5 Wochen genommen und hat 3 Minuten vor Schluss abpfiffen. Und ich habe ihm das Level gegeben und alles war in Ordnung. Die Isländer haben zwar auf die Uhr geteilt, aber so hat ihm nichts mehr gemacht. So,